So, Freunde, da sind wir zurück bei einer neuen Folge Let's Play King Arthur Knight's Tale. Ja, wir werden heute in den tiefen Wald gehen. The impenetrable forest of the Shi. First we need to find a guide to take us in. There is an abandoned village on the edge of the magical wood. And local legends say that this might be the entrance to the Twilight Realm. We are supposed to find the fairy knight there, a Seelie warrior who has chosen to live a human life. He could be a perfect guide for us. Ja, dann nix wie hin, ne? Hätte ich mal gesagt gehabt. Ach, guck mal. Grüß dich, mein Lieber. Wait. Are you looking for your companion? He is wandering among the ruins. Unser Kamerad? Gibt's hier noch einen anderen Ritter? Yes, a grim fellow. He had no quarrel with me. I hope that you'll let me leave in peace too. Wer war das? No, he didn't. He asked me about the Shi and the sacred circle and then just left. Okay, was ist denn der heilige Kreis? It's an ancient shrine, built by the Shi folk. It stands on the brink of the deep wood. I've been taking care of the place since the village was abandoned. Mhm. Das ist der Eingang zum tiefen Wald? Oh, okay. Er weiß es nicht. I keep the place clean and make the usual offerings. Mhm. Und ist ihr Freund? Seid ihr ein Freund der Shi? Mein Gott, ich lesen, ey. Ich habe echt Legasthenie teilweise, ey. Mhm. Was machen die Pikten hier? They came at dawn. They must be preparing a ceremony in the sacred circle. I'll wait here until they leave. They can't stay forever. The Shi laws won't allow them. Okay. Wartet hier, ich werde euren Kreis besuchen. Ja, mach das mal, mein Lieber. Dann warte mal in den Ruinen. Okay, besuche den Heiligen Kreis. Da müssen wir hin. Das heißt, wir können uns jetzt hier erstmal ganz in Frieden umgucken. Das machen wir nämlich jetzt auch erstmal direkt. Verlassenes Dorf. Right. Ach, guck mal, da geht's doch schon direkt los. Human blood. I am thirsty. Na, perfekt. Ja, das habe ich natürlich gebraucht jetzt, ne? Sehr gut. Oh, da sind auch ein paar Schützen dabei tatsächlich. Ordentlich Rüstung dazu gekriegt, ne? Ja, ihr Lieben. Glaubt doch wohl nicht, dass ich euch einfach so leben lasse, oder? Mal weg. So einfach ist das nämlich. Oh, da kommen die nächsten, oder was? Ja. Fuck, wer seid ihr denn jetzt? Ja, das ist natürlich schon wieder scheiße, ne, dass ich den jetzt nicht treffen kann. Hier sind drei Wachtangriffe wieder ins Leere. Das Käse. Aber wer seid ihr? Also. Ja gut. Wenn ihr mir. Also ihr helft mir jetzt nicht, aber ihr stört auch nicht, ne? Alter, das sind drei Unverwundbarkeitsheinis, die da jetzt alle rumstehen und die ich nicht angreifen kann. Wie kacke ist denn das, ey? Ja gut, dann wird er als nächstes sterben. Ja gut, bringen tut das jetzt erstmal nicht allzu viel. Wir können natürlich jetzt das hier machen, ne? Die Wacht schon mal aktivieren für nächste Runde. Und ihn kann ich mal den Bogenschützen hätten brutzeln lassen. Er steht da in Deckung, weiß, er fühlt sich richtig sicher so. Er denkt so, geil, Mann, hier bin ich safe. Und dann schlägt einfach ein Blitz von oben ein, ey. Das kann man sich doch wieder nicht ausdenken. So, sehr gut. I like it. Da haben wir jetzt aber ordentlich reingehämmert. Das ging auch ganz schön ab, ne? Ja, knock die da hinten ruhig mal alle schön aus. Hab ich überhaupt kein Thema mit. Ja, guck mal, das sehe ich doch gerne hier. Guck mal, das, deswegen die Hilfs-LP so gut. Oh, den bin ich betäubt. Was ist denn für eine Verarsche hier?
Keep fighting. Der ist jetzt schon quasi. Your orders? I am here to serve. Scheiße. Okay, dann gehe ich mit ihm nach da oben. Er kann auch healen, aber braucht er eigentlich überhaupt nicht. Blessings. Er steht halt in Deckung, ne? Das ist ein Problem. Der stirbt nächste Runde, das ist gut. Da können wir sogar nochmal moven. Können auf den schießen. Alter Schaden, es ist doch wieder so gut, ne? Ja gut, der stirbt ja eh nächste Runde. Also von daher, warum sollte ich mir da jetzt palabern? Die haben sich einfach geheilt, Bruder. Was ist jetzt los? Ja, das kostet 5 AP, ne? Dann machen wir hier eine Wacht an. Gleiche gilt für dich. Sir Balan. Gleiches gilt hier für dich. Dann lass uns mal gucken. Lady Dindrain sieht von hier sogar welche. Dann gib ihm mal. Sehr schön. Einer geht noch. Einfach. Alter, what? Awaiting your command. A light wound. Feel pain. For the round table. Die haben mich ja mal gerade einfach runtergerannt, die Brees. Was ist da denn? Ach, Sir Gawain, was eine Überraschung. Knights of the New Round Table. What brings you here? Wir suchen den Feenritter. You are talking about the she-monster who thinks himself human. Oh, we'll go way back. If you came to hunt him down, you better not leave me out of it. Also eigentlich will ich erstmal mit ihm reden. Ah, no she will ever assist you to enter that damned forest. You should have asked me though. I've wandered inside once or twice. Ihr scheint eine Menge über den zu wissen, ne? I've been hunting down other worldly creatures for a while. Particularly these she-bastards and their changelings. Mhm. Wir haben gerade einige von ihnen getötet. Oh yes, the Springborn are patrolling this part of the forest. Human children kidnapped, twisted and trained by the Seelie. For every child they stole from us, I swore to gut a true blood she. Mhm. Na gut, ihr werdet echt eine nützliche Begleitung, ne? Guck mal, er ist beigetreten. Alter, der hat kein bisschen Rüstung mehr, der Kollege. Die haben mich komplett geschreddert. Scheiße. Okay, das war ganz übel, was da jetzt passiert ist mit diesen Viechern. Diese kleinen Teile haben mich absolut geschreddert. Was eine abgefuckte... Oh, da geht's weiter. Hier wäre der nächste Kampf. Hier stünde der nächste Kampf an. Erstmal machen wir den hier. Aber wir haben noch einen weiteren Verteidiger, glaube ich, gekriegt, ne? Also hier wäre aber auch ein Bonfire. Da kann ich einmal Rüstung wieder aufladen. Ja. Da kann ich einmal Rüstung wieder aufladen. Die Frage ist... Oh, was ist jetzt los? Aber ihr habt einen anderen Eingang gefunden, nicht wahr? Those inhuman creatures will never understand our way of thinking. Of course I know how to bend the rules. All we need is some drops of she blood from a Seelie and an unseelie. And I mean fresh blood. Seid ihr sicher, dass das funktioniert? The first time I've sneaked into that accursed deep wood. Yes, it bloody well works. Okay, wir werden sehen. So, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Also hier wäre auch nochmal ein Kampf. Und das ist ein Kampf, den wir uns jetzt auch... Oh, das sind schon wieder die Teile, ne? Egal, wir werden die trotzdem... Alter! Ich hätte den Kampf nicht nehmen sollen. Scheiße. Okay, ich hätte den Kampf definitiv nicht nehmen sollen. Ach du Kacke.
Oh, was habe ich getan? Was habe ich getan? Okay. Sir Key, bitteschön. Sir Mordred, bitteschön. Warte mal, können wir da hinten starten? Wir könnten theoretisch auch da hinten starten, ne? Aber das eher weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht so der Call. Ja, wobei, mit ihn hier einmal mitnehmen. Und hier hinten zusammen mit Lady Dindrane starten, das könnte ein Call sein. Und dann die beiden einmal tauschen. So, sehr gut. Alright. Ja, ich kann nicht mehr blitzen, ne? Blitzdingsen geht nicht mehr. Guck mal, mit ihm kann ich sogar sofort angreifen. Ich kann ihm. Okay, das kann ich nicht, aber ich kann ihm richtig eine mitgeben. Sehr geil. Okay. Mein bester Du, einmal hier hin. Was kannst du denn eigentlich überhaupt? Schlag? Todesschlag, oh, das ist auch gut. Spott, alle Gegner im Umkreis von 4 Feldern werden sich dem Helden. Wenden sich dem Helden zu und greifen ihn während des nächsten Zuges an. Er hält 4 Rüstung und Hektik. Okay, verstehe. Alrighty. Dann einmal dahin. Aber ich kann auch dahin gehen, ne? Und dann werden wir mal ein paar Leute anzünden. Mal sehr gespannt jetzt. Okay, nächste Runde stirbt der. Alter, what the fuck, ey. Die haben eine Rüstungsdurchdringung. Das ist der Wahnsinn. Machen weg hier. Okay, der steht halt immer noch, ne? Nicht zu dem Sprinten? Ne. Dem Sprinten. Oder zu dem? I fight for honor. Was sieht denn hier bei euch aus? Verfehlt! Ich hab den verfehlt! Nein, das gibt es doch wohl nicht. Das kann es nicht sein. Mach ihn weg. Oh, so, was ist das denn wieder gewesen? Okay, Moment. Zack. Zack. Okay, der da hinten stirbt, ne? Also der stirbt. Da kann ich wenigstens noch ein bisschen Schaden durchbringen auf den. Wenn du da jetzt natürlich doppelten Damage gemacht hättest, wäre ich dir nicht böse gewesen, Lady Dindrin. Alter, der kann sich voll krass heilen. Warum kann er sich so krass heilen? What the fuck? Ah, Rückenstich. Also er ist wirklich unglaublich tanky, ne? Schon sehr geil. Jawohl, Gelegenheitsangriff. Sehr gut. Oh, hau zu. Mordred. I'm here to serve. Ja, Problem ist, an den komme ich nicht mehr dran. Was machen wir denn da jetzt? Ja, du stirbst sowieso nächste Runde, aber dann kann ich dich hier nochmal platzieren. Joink. Den Killer halt einfach noch mitnehmen. Ja, okay. Alles andere ergibt keinen Sinn. So, warte mal, wir haben jetzt die da drüben noch, die beiden Experten. Ja, das war eine ganz solide Taktik, die wir hier gefahren sind mit den beiden. Die haben das ganz gut gemacht hier oben. Oh, ihr kriegt ordentlich aufs Maul. Jawoll! Also ich muss zugeben, diese 8 Bonus-HP, die wir da haben, die sind nicht schlecht, ne? UEP zu gewinnen. Auf Sir Mordred, weil er unser Main-Character hier ist. Ein blauer Eidstein. Ey, dafür habe ich das hier gemacht. Und eine grüne Rune für Fernkampfwaffen. Und ein Smaragd. Was für ein Scheiß. Ja, dafür habe ich mich mit den ganzen Viechern hier angelegt, ey. Da ist Dreck. Okay, wir müssen aber da oben nochmal hin. Wir müssen uns da nochmal hindurchkämpfen, um nochmal Rüstung zurückzuholen. Das hilft alles und nichts mehr, das.
Da, mit dieser bisschen Rüstung gehe ich auf keinen Fall in, gehe ich auf keinen Fall in den Endfight hier rein. Wobei der Endfight kommt wahrscheinlich erstmal noch, ne? Guck mal, hier ist auch noch Zeug, sehr gut. Diese kleinen Biester, die sind... Oh. Und wieder so eine Riesengruppe. What the fuck, ey? Warum seid ihr denn so viele alle immer? So, warte mal. Mit dir kann ich dich theoretisch sofort angehen. Wie weit komme ich denn mit meinem Blitz? Ja, nicht ganz so weit, ne? Das braucht 5 AP. Also kann ich theoretisch bis hier laufen und den da hinten brutzeln. Jawohl, sehr schön. Das hat gut funktioniert. So, dann kann ich nämlich den nächsten Bogenschützen hier schon mal bye-bye sagen lassen. Der wird sich jetzt gleich wieder unverwundbar machen da. Das ist wirklich auch eine nervige Ability, ey. Mit dir gehe ich, glaube ich, aber nochmal dann einen Meter zurück. Werde dich dann mal als Verteidiger für die beiden hier aufstellen. Und Lady Dindrain könnte hier hingehen. Schon mal direkt dem ersten mal Hallo sagen hier. Jawohl. Der stirbt nämlich. Alter, das hat ja unnormal Damage bei ihm gemacht. What the fuck? Ach, da kommen schon wieder die Viecher an. Die sind scheiße, die Biester, ey, wirklich. Wir müssen ihn hier am besten auch rausnehmen. Der Tönister ist auch blöd, dieser Schamane. Ich wäre euch sehr verbunden, ihr Lieben, wenn ihr die vielleicht rausnehmen könntet. Bin eigentlich auch nicht so krass heftig geil drauf, gegen diese Viecher da weiter zu kämpfen. Ja gut, du bleibst mal kurz hier. So, Mordred läuft mal mit hier runter. Ich kann aber nicht brutzeln, das heißt, es bringt gar nichts. Können wir weiter sprinten und er bis hier. So, Lady Dindrain. Du musst tatsächlich auch mal relativ weit laufen, damit wir hier zum Beispiel diesen wunderbaren Bogenschützen mal anvisieren können. Alter, den habt ihr gekriegt? Cool. Ja, kloppt euch mal. Die haben dann 20 LP holen die sich zurück. Ey, das gibt es doch wohl nicht. Ja, mach ein Blatt. Sehr schön. Schöner Gegenangriff. Jawohl. Der stirbt auch. Ey, und das gibt halt live zurück, ne? Wenn die durch Blutung da Damage kriegen. Das ist so geil, ey. Voll hauen einen auf den Kopf. Die machen halt auch einfach wirklich fast keinen Schaden, ne? Nochmal zuhauen kann ich nicht. Ich kann allerhöchstens mit Schildansturm gucken, dass ich ihn hier irgendwie umwerfe. Aber es hat den irgendwie gar nicht gejuckt. For King and Country. Nee, Quatsch, ich würde das machen. Ja, ich würde gerne einmal so zuhauen. Könnte, für ihn reicht's. Mach mal weg hier den Tennis. Dann nicht weg, das gibt's da wohl nicht. Dann machen wir jetzt erstmal dieses Frühlingsbrut hier raus. Und mach den weg. Es ist sehr geil, dass man immer noch zusätzlich einem random Tönnes Damage macht. Ist wirklich eine ultra nice Ability. Gib mir mal vorsichtshalber mal Rüstung. Your Highness? Ja, Sir Mordred, leg mal deine AP zurück. Kannst mir im Moment nie helfen, du auch. Und dann ab dafür, ab hin. Bin ja ganz glücklich, dass wir dieses Mal, die Viecher relativ zügig loswerden konnten.
Und die sind, finde ich, deutlich gefährlicher als diese komischen Vögel hier. I fight for honor. Ich weiß nicht, ich finde die sehr viel gefährlicher als hier diese komischen Pickenviecher. I can take them all. Let me... Na guck mal, die können ja gar nichts. Und zack, und weg ist er. Er ist jetzt auch nicht so der heftigste Bray, aber... Kann ich den sehen? Ne, den kann ich nicht sehen, da muss ich tatsächlich noch ein Feld laufen. So. Ding. Und damit war das für dich. Oh, sehr gut, haben wir gewonnen. Genau, ich bin ja hier, um dieses Lagerfeuer zu suchen und dann arbeiten wir uns da vor und gehen dann zum, zu dem, ja, in Anführungsstrichen, ersten, wahrscheinlich größeren Fight dieses Gebiets. Eine Schriftrolle und ein Heiltrank, wichtig, wichtig und richtig, brauchen wir. Oh, hier sind die nächsten Gegner, oder was? Das sind aber dieses Mal Pikten, die sich ja wahrscheinlich am Lagerfeuer breit gemacht haben. Ja. Und mit denen können wir da aufnehmen. Die sind ja, wie gesagt, die können ja nichts. Oh, ach, guck mal, wen haben wir denn da? Ein Mensch, dem wir helfen können. Na klar, dem helfen wir doch. Sicherlich. So, Sir Balan, upsala. Sir Key. Wie machen wir das denn hier? Und dann gehen wir mit zwei auch noch von hier, ne? So, ihr, meine Lieben, ihr geht von da aus und wir gehen von da aus. Ja, so machen wir das. Beginnen. Da geht's direkt, nehme ich mal hier zu denen. Hauen wir ihm direkt einen über. Bonk. Direkt einen ins Maul, bevor die hier auf dumme Ideen kommen. Ob ich vielleicht... Alter, den können wir auch direkt... Den können wir one-hitten, ich meine, look at that. Die können gar nichts, die Leute, diese Pikten, ehrlich, ey. Das sind richtige Loser. Hier, Brutzel, Motherfucker. Nehmen wir den hier vor. Gibt es nicht, ne? Rückenstich und trotzdem steht er noch. Kannst du den Damage auf ihn überspringen lassen? Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Na gut. Ja, nix. Ah, guck mal, Gelegenheitsangriff. Sehr gut. Ah, da sind auch noch welche drin, ne? Ausgewichen! Ja! Weich aus, Bruder! Er brennt wieder, ne? Oh, er macht Blutbann bei mir. Nicht so nett. Erstmal versuchen wir die Agro von denen zu pullen. Das ist schon mal in Ordnung. Dass die denen den Jäger in Ruhe lassen. Der wird uns mit Sicherheit helfen können, wenn wir den retten. Ja, ja. Er macht Unverwundbarkeit. Ja, was eine Überraschung. Sehr schön. Ein 3 Damage machst du? Alter, übertreib nicht. Sag ehrlich, ganz gefährlich werden. Ja, pass mal auf, jetzt machen wir nämlich den hier platt. Very good. Und dann knocken wir ihn nämlich mal einmal. Den kann ich nicht, nein, ich kann ihn nicht anknocken. Was? Och, Mann, ey. Ganzer Plan geht schon wieder da hinten los hier. Und Ding. Ja gut, dann kann ich mir das Ding aufbewahren. Denn der ist ja sowieso schon wieder unverwundbar. Wir fangen mal vorsichtshalber an. Ich will den eigentlich erstmal abknallen, aber es geht nicht, ne? An den komme ich nicht ran. Ne. Ja, dann fange ich an, auf dich zu schießen hier. Doppelter Schaden, ey, what the fuck. Machen weg. Sehr gut. So, wir sprinten mal mit dem hier rüber. Ja, Sir Mordred, machst den hier mal verwundbar. Das ist in Ordnung. Alles klar, dann. Sehr gut ausgewichen. I like it. Er ist nicht gut. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass jetzt gleich die Leute auch... Oh mein Gott, die kloppen auf mir rum, ey. Was? Vielleicht echt die Heilfähigkeit benutzen, ne? Von Mordred. Machen wir jetzt auch mal. Ich glaube, das war die Heilfähigkeit. Ich habe zum Glück zweimal heilen dabei. So, ihr Lieben.
Er ist verlangsamt. Komm ich mit? Ich komme mit keinem da an den dran, so richtig, ne? Okay, Lady Dindrain sieht den. Das ist gut. Dann machst du den jetzt auch weg, bitte. Mach ihn weg. Jawohl, der stirbt nächste Runde. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass wir uns hier mal dazwischen stellen. Damit die mal aufhören, auf den da rumzuballern hier. Ich glaube, es hackt. Zack. Und der dahin. Alles klar. Der stirbt ja jetzt, ne? Alles entspannt. Ja, mach weg. Mit einem HP, ne? Der hat wieder so Glück, ey. So, wenn ich hier hingehe, kann ich den da oben sogar sehen. Da der relativ low ist, wird das reichen. Mach's gut, mein Lieber. So, und du bist jetzt auch mal ruhig hier. Jetzt nicht Damage, what the fuck. Und guck mal, den haben wir gerettet. Sehr gut. Thank you for saving my family. Those Picts worship the dark gods. They wanted to sacrifice us to them. Okay, wer seid ihr? Followers of the old faith. When everyone left the village, I stayed with my family. We help out a druid who also lives around here. Ah, wir sind dir begegnet. Wisst ihr, wie man in den tiefen Wald gelangt? You should visit the sacred circle. That's where the fairies come through. Very often these days. They don't harm us. Sometimes they even give us some relief. Gut zu wissen. Dankeschön. Ja, dann hier ist alles wieder sicher, ne? Ihr könnt bleiben. Wir nutzen nur einmal euer Lagerfeuer, wenn ihr nichts dagegen habt. Ne? Hier ist auch noch eine Kiste, die cache ich mir natürlich auch noch ein. Ein Smaragd. Naja. Kann man die vielleicht umwandeln? Das geht bestimmt, oder? Smaragde und so in Saphire umwandeln und Saphire dann in Topasse? Das geht bestimmt. Weil wir haben so viele Smaragde und so einen Scheiß, die ich nicht benutze. Ah, da geht's los. Alles klar. Alright. Stone Circle. Look. The Picts are draining the power of the She Magic. Good. They may lure the She here. Avalonian rats. I can smell them. Their blood will please the gods. Na, ja, komm mal, los geht's. So, dann lass uns noch mal schauen. Wo fangen wir denn mal an? Okay, wir haben die alle in dem Steinkreis. Okay, also erst was passiert ist, dieser Bogenschütze stirbt. Es ist so GG. Ich kann schon direkt am Anfang einen nervigen Schützen rausnehmen. Ne? Es ist einfach so geil. Das ist wirklich so unfassbar strong, diese Fähigkeit. In den Wachtmodus hier. So, Lady Dindrain, guck mal, die wenn von hier aus sieht die sogar schon direkt ein. Schießen wir mal auf den. Joink. Macht doppelten Damage. Ah, fast. Aber ist in Ordnung. Na, guck mal, der stirbt nämlich nächste Runde dann. Ja, okay, er stirbt nicht nächste Runde. Das Arschloch, ey, wirklich. Giftwolke, das ist nicht gut, da müssen wir raus. Jetzt. Oh nee. Seely. What a lucky day. We need his untainted blood. Kill him. Den auch noch töten. Das gibt's da wohl gar nicht, ey. Okay. Ja, dann müssen wir den auch noch killen. Immer ist ja, wenn es weiter nichts ist, ne? Ich glaube, das könnte sein, dass ich Fokus von deren Angriffen werde jetzt, ne? Das wäre sehr schlecht. Ja, scheiße, ey. Was machen wir denn da jetzt? Ja, müssen mit ihr mal da hingehen. Sehr gut. Double Damage. Lecker Schmecker. Double Damage. Yes.
Na dann, mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen uns aufteilen. Hier ein bisschen, weiß ich noch nicht so genau, ob ich mich hier so krass aufteilen möchte, dass ich, weil die sind halt auch noch da, ne? Lily Lord, den müssen wir töten. Ja, ich weiß noch nicht. Zack, einmal dahin bitte. Wir gehen mal in den Wachtmodus. Nur für den Fall, dass die vorhaben, irgendwie Lady Dindrain hier zu fronten. Du Scheiße. Okay, sie haben nicht vor, Lady Dindrain zu töten. Die attackieren auch. Doch, jetzt attackieren sie mich. Okay. Jetzt attackieren sie mich. Okay, okay, okay. Na schön, dann weiß ich ja Bescheid, wo ich hier dran bin. Ja, schon ein harter Kampf, glaube ich. Also wir haben den auch noch, der da wirklich Gas gibt. Plus dann jetzt die ganzen Viecher, die halt wirklich auch Beef wollen. Lass mal ausgegeben. Ich kann ihm keine. Kann ich ihm keine. Doch, ich kann ihm Verwundbarkeit geben, dann mache ich das doch direkt mal. Pass auf. So. Das ist für den Anfang schon mal ganz in Ordnung. Ich gehe mit ihm noch mal einen weiter. So, Lady Dindrain. Wir brauchen Feuerschutz. Oh, das ist ja wirklich... Okay. Ja, mit ihm gehen wir dann hier hin. Hauen zu. Er kann nicht mehr? Warum kann er nicht mehr? Was? Nein, warum denn? Na gut, dann müssen wir mit ihm einmal... Ach so, weil er geschockt ist. Oh, no. So, Sir Balan, der kann sich einmal Rüstung geben. Das wird Sir Balan jetzt auch einmal machen. Und dann dreht er sich einmal hier zu den Jungs, weil die werden mit Sicherheit jetzt vielleicht nicht gut auf mich zu sprechen sein. Ja, macht mal ihr... Okay, der haut immer noch auf dem anderen rum. Werwurf. Okay, der kloppt auch auf den rum, ne? Ja, guck mal, gut, dass ich Sir Balan die Rüstung gegeben habe. Ich wusste, dass der mich haten wird. Dass die halt auch noch loswerden, ne? Okay, das Gift ist wieder weg. Das ist gut. Und weg. Nächster. Kann ich noch irgendwie slashen? Das bringt aber nichts, ne? Naja, dann nehmen wir lieber den. Oh, kloppt der den. Den töte ich jetzt gleich selber. Ja, komm, ich brutzel den. Der stirbt nämlich dann jetzt nächste Runde. Sehr gut. Sehr gut. I like it. Ja, warte mal, ich darf sogar nochmal schießen, ne? Ich darf sogar nochmal mit Feuer schießen. Nee, Quatsch, brauchen wir doch gar nicht. Machen wir so. So, dann dürft ihr beiden da oben nehmen, ich noch. Ding. Wir müssen jetzt erstmal auch den Schützen gleich ausnocken. Jetzt geht's nämlich los, dass wir hier mal mit dir, auf dir mal ein bisschen rumkloppen. Und der Sealy Lord wird nämlich jetzt getötet. Ja. Boah, tut das weh, ey. Leco mio. Ei, die hat kein Schild mehr. Oh Gott, scheiße, der ist, ziemlich am Arsch. Ja, gucken wir mal. So, dann, ran da an den Speck. Du gehst mal in Verteidigungshaltung. Besser ist das einfach. So, dann... Lady Dindrain, it's your turn. Ich will ein bisschen Damage sehen. Schön. I like it. Ja gut, du kannst nichts machen, großartig, ne? Und weg. So, dann haben wir noch dich, nämlich. Bong. So, dir werde ich es nämlich jetzt zeigen, meine Liebe. Ui, das hat wehgetan. Ah, die Giftwolke wieder. Verstehe. Oh, schön. Und weg, die Sau. I like it. Also dann gibt's für dich keinen Heiltrank. Naja, für dich keinen Heiltrank. Du kannst einfach deine AP zurücklegen. Wir sind jetzt hier oben.
Denn wir werden jetzt einmal hier hingehen und dann werden wir einmal hier. 52 Damage Backstab. Ich fass es nicht, ey. The entrance to the deep wood of the Shi. Pathway is blocked. But we can open the gate. We already have the untainted blood of a Seelie Lord. Now we just need the blood of an Unseelie. Okay, wie können wir die denn herlocken? We can't. But the Druid called the Seelie here to get rid of the picks. He can surely call the Unseelie too. Wo ist der verlogene Wurm? What have you done? Savages, you are worse than the picks. Hör auf zu jammern. Tut, was Garvin sagt. We need a true blood, not some twisted changeling breed. Versucht nicht wieder mich reinzulegen. We shouldn't call them here. The Unseelie court is cruel and cold. Okay, lügt uns nicht an. Wir wissen alle, dass sie euch nichts tun werden. We should just desecrate their precious shrine. Piss on their statues or smash it to rubble. Would they come then? Das würde sicher funktionieren. No, what a cruel and terrible idea. They would send an army. And this shrine is a sacred place. I'll do what you want. I'll call them. Ja, danke schön, dass man immer erst drohen muss, ne? Dann gib Gummi, mein Lieber. I can call the Unseelie when you are ready. Warte mal, Moment. Habe ich hier noch irgendwas, was ich looten kann, bevor wir jetzt hier irgendwas machen? Jetzt einmal hier rumgucken. Ne, das Lagerfeuer haben wir benutzt. Ja, gut, Sir Balan hat ordentlich Rüstung verloren, ne? Aber hier wartet auch gleich direkt ein neues Bonfire auf mich. Alles gut. Komm, dann rein da in den Fight mit den Unseelie. Let's go. Agoriport. Okay, los geht's. Oh. I smell human stink. Alter, was seid ihr denn für welche? Ach du Scheiße. Ja, klasse, Digga, ihr. Ja, so stark seid ihr aber gar nicht. Herbstbrut, okay, na gut. Dann fangen wir mal an. Sir Mordred, da hinten ist ein Schütze. Wir wissen alle, was das bedeutet, ne? Ja, Sir Mordred, mal einmal hier hin. Sir Garvin joint dem mal. Lady Dindrain. Arbeitet von hier aus mit Sir Key als Backup und Sir Balan hier hin. Alles klar, let's fucking go. Sir Mordred, mach den mal weg. Okay, es hat nicht gereicht, schade. Kann ich ihn noch anstürmen? Ich kann ihn anstürmen, dann ist er weg. Bang. Sehr geil. Das ist doch genau das, was ich meinte, liebe Freunde. So wollen wir das sehen. Die sind aber ganz schön tanky, die Bros. Na gut, vielleicht habe ich die ein bisschen unterschätzt. Wer ist betäubt? Das ist schon mal sehr gut. Sir Key dahin. Ibi. Er stirbt nächste Runde, das ist gut, aber wir werden ihn benutzen, um Damage zu spreaden. Jawohl, sehr sauber. Und dann spreaden wir nochmal Damage. Sehr gut. Alter, Lady Dindrain macht so viel Schaden. Guck mal, die sind fast alle tot. Der Knaller. Okay, let's go. Dann legt alle mal schön eure AP zurück. Mal gucken, was die so können. Ja, okay. Das hat schon ein bisschen wehgetan. Oh, Alter, der kann ihn pullen. What? Eissturm. Okay, damit sind wir mit Sicherheit ein bisschen angefroren. Der Ding one-hitted. Ich drehe doch schon wieder durch. So kannst du laufen. Hier, ne? Und gib ihr eine. Kann die Lady Dindrain die sehen? Kann die nicht. Nein. Gut, dass wir Teleportation dabei haben, ne? Von hier aus kannst du die nämlich sehen. Dann gib mal alles, Lady Dindrain. Double Damage, please. Doppelter Schaden, sehr gut. Ja, okay. I am here to serve. Ja, gut. Behalten wir mal einmal alle unsere Aktionspunkte hier.
Du kannst auch nichts mehr machen. Ihr kommt halt nicht an die dran. Ihr habt sich halt da schön in die Ecke gerendert, ne? Eisregen. Ey, okay, ihr seid alle verlangsamt jetzt. It's done. Now take the blood and paint your armor with it. When you Alles klar. The pathway will open for you. Nehmt jetzt das Blut und bemalt eure Rüstungen. Alles klar, das klingt verrückt, aber ich vertraue euch. Dann rein da. Tatsächlich. Das hat funktioniert. Ich drehe durch. Wir sind drin. Welcome to the borderlands between Avalon and the Sheep Realm. We must find a gate to enter the real Deepwood here. I know where to look. The Sheep built a whole sanctum around it, so it would be hard to miss it. Okay. Alright. Sind also auf der anderen Seite jetzt. Sehr gut. Hier vorne war schon mal direkt was. Was ist das denn? A Witterbreed, a changeling warrior of the Unseelie. He was killed by a blade. There's another corpse. What is this thing? Someone is killing the Unseelie wretches of this wood. It should have been me. Okay, irgendwas tötet die Unseelie. Das ist natürlich nicht so gut. Ah, was haben wir denn da? Alter, wer bist denn du? Können wir dich mitnehmen? Alter, ich will dich haben. Komm mit. Hell, it's the Fairy Knight. Sir Gawain, the knight who never learns. You are not welcome in this forest. Moment, wir müssen mal mit dem reden. Warte doch mal, seht ihr nicht, dass er uns geholfen hat, indem er die Anziehung getötet hat? But there were too many of them. I saw you on the other side of the gate, and I knew you need some help. Ja, ich brauche deine Hilfe auch. I need some here. Erklärt euch. Not now and not here. See you again in the deep wood. Warte. Okay, dann nicht. He is a she, but he was exiled by his own because of his love of mankind. Whoever he is, I am hunting his kind, so he is still my enemy. Ja, ich weiß, was Schicksal bedeutet. Das ist eine ganz schön lange Mission, wa? Was, ey? Wir wollen natürlich Rüstung wieder upgraden, ne, logisch. Sehr gut. Schön. Ja, das war gut. Da oben wäre nochmal ein, aber im Moment brauchen wir tatsächlich nichts. Im Moment geht es uns ganz gut. Der Kampf gegen die Unseelie war deutlich einfacher, als ich erwartet hatte. Aber wir gucken uns hier auf jeden Fall auch nochmal vernünftig um. Genau, hier oben ist nichts mehr. Nö, doch, ach, halt, ist noch so ein Ding. Jetzt los. Ey, nein, was seid ihr denn schon wieder für welche? Mortal prey. How dare you? I'll give you a painful death. Na toll. Da habe ich mich wieder gebaiten lassen. Wie weit kann ich rennen? Ich kann nämlich nicht zu ihm rennen. Fuck. Das ist nicht so gut. Ich kann hier schon mal brutzeln. Dann kann Lady Dindrain gleich den Rest machen. Ich das eine AP gleich zurück. Ja, mal hier hin und machen mal so eine tolle Wacht hier. Gleiche Gerater, der ist ja voll big, der Typ. What the fuck? Nebelbringer, ach du Scheiße, ey. Ja, du legst zurück. Sir Gawain. Kann der denn eigentlich? Achso, der ist spottet, ne? Ja, klar. Geht mal da hin, Sir Gawain. Und Lady Dindrain. Genau, das ist das, was ich hören wollte. Oder besser sehen wollte. Joink. Und auf ihn auch noch. Doppelter Schaden, Männers. Doppelter Schaden. Da ist er wieder. Und wir und Lady Dindrain rettet mal wieder den Tag. Betäubung. Aua, das ist nicht so gut. Was denn jetzt? Oh. Einfrieren? Was? Der hat mich einfach eingefroren. What? Are you actually joking? Fuck, ey, das ist nicht gut. Wir sind jetzt quasi zwei meiner Einheiten und Europa, wie lange geht denn das? Einfrieren, noch eine Runde. Ja, der kann gar nichts machen. Der ist absolut Knockout. What the fuck, ey. Kann auch nichts machen, ne? Der kann auch nur spotten. Das bringt ja gar nichts.
So, was haben wir denn dann hier? At your service, my lord. Ja, das ist nett. Ja, das ist natürlich jetzt überhaupt nicht witzig. Dann machen wir Folgendes, dann brutzeln wir hier einen rein. Mal schon mal einen Anfang. Okay, Lady Dindrain. Natürlich geil gewesen, hätte sie jetzt da ein bisschen mehr Damage noch gemacht, ne? Mach den auch noch weg. Oh, schön. I like it. Der ist nächste Runde wahrscheinlich tot. Ja, ist erstmal in Ordnung. Wenn er jetzt auf Sir Mordred rumkloppt, ist das erstmal in Ordnung. Gute Nacht, mein Lieber. Dann müssen wir gleich nochmal Rüstung aufladen hier. Und mit dir habe ich jetzt mal eine Rechnung offen, mein Lieber. Hau ab. Lol. Das kann es doch schon wieder nicht sein hier. Gibt's aber wieder nicht. Mann, ja, da kann der mich wieder einfrieren. Ich drehe doch schon wieder am Zeiger hier. Der, die sieht den nicht, ne? What the fuck? Warum sieht die den da hinten nicht? Ab hier sieht die den, alright. Das reicht noch für einen Feuerpfeil, immerhin. Sie will ich nochmal anzünden. Alter, wie viel Rüstung der hat. Krasse Scheiße, ey. Der hat einfach 16 Rüstung, Mann. Das ist wirklich der absolute Obertank. Ja, danke schön dafür. Ja, komm. Mach ihn weg. Werde ich mich wieder jebaiten lassen, ey. Und jetzt? Was passiert jetzt? Hier ist wieder ein Bonfire, das ist gut. Das brauchen wir auch. Wir brauchen das dringend, das Bonfire. Da geht's weiter, oder was? Here we are. This is the She Sanctum. Ich höre. Ach, sorry, jetzt habe ich das weggeklickt, verdammt. How shall I put it? It's sentient. It can even speak. You might think you're talking to a spirit, but it is the manifestation of the gate. Mhm, okay, ein empfindsames Tor, erzähl mir mehr. I'm not a sage. I know all this because I met some wise people. The gate is smart, and it's aware of what we did. According to the rules, it must let us through. But it will try to make it as difficult as possible. Okay, ich verstehe, dann reden wir mal mit ihm. One more detail, the most important. When you talk to the spirit, make it short and use commands only. Alles klar, machen wir. Mit dem soll ich reden. Moment. Ah, okay. Ich kann mich gar nicht dagegen wehren. Ich muss jetzt. Ah, okay. Wir sollen uns kurz fassen und Befehle benutzen. Öffnet das Tor. Öffnet das, gehorcht meinem Befehl, öffnet das Tor. Genug geredet, öffnet das Tor. Verschwindet. Alright. Was kommt denn jetzt? Ach, da sind schon wieder Gegner. Sehr schön. Das habe ich ja. Das habe ich nur gebraucht, ey. Ja, ganz sicherlich. Noch ein paar mehr vielleicht. Wollt ihr mich verarschen? Ach du Scheiße, Bre. Ach du Scheiße. Okay. Alles klar, Männers. Was haben wir denn da hinten? Da ist schon wieder so ein Dicker, ne? Ein Sommerritter. What? Alter, hier sind auch noch so welche. Sommerbrut. Ach du Kacke, was ein Fight das schon wieder wird, ey. Okay.
Das da oben, das kann ich wahrscheinlich nicht entfachen, weil wir nicht im Kampf sind, ne? So, Sir Garvin, wir brauchen erstmal eine Verteidigungslinie in verschiedenste Richtungen. Zum Beispiel in diese Richtung hier. So, Sir Key und Sir Balan machen das gleiche. Ach Quatsch, Sir Balan, Sir Mordred machen das gleiche nach hier oben. Ich will überall hin verteidigt haben. Mit diesen Viechern ist wirklich nicht zu scherzen. So, und Lady Dindrain darf jetzt Spaß haben. Mhm. Okay, der geht für einen Rückenstich. Ja. Okay, los geht's. Jetzt sind wir dran. Der muss weg, natürlich, ne? Ganz klar. Wir drehen uns dann auch wieder in diese Richtung. Okay, der ist tatsächlich ein Feld noch von mir entfernt. Gebt ihm mal mit dem Wuchtangriff ein mit. Sehr gut. Sir Mordred. Genau, du wirst dich mal darum kümmern, dass derjenige hier ein kleines bisschen zurückweicht. I serve the law. Das wäre der erste gewesen. Komm mal einen Schritt näher, damit ich den da hinten auch noch töten kann. Sehr gut. Kann ich nochmal ballern? Auf ihn, ne? Nee, kann ich noch auf irgendwen schießen? Nein. Dann werde ich nämlich jetzt Folgendes machen und diese AP zurücklegen. Dann lege ich zwei AP zurück. Der legt auch zwei AP zurück. Der auch und der auch. Jetzt haben wir noch Sir Key. Der bitte mit seiner Taktik da hinten weitermacht. Genau, wir bleiben bei unserer Taktik mit Sir Key. Du da hinten wirst das reißen. Betäubung. Gehen da, was seid ihr denn für Viecher? Fuck. Ihr seht aber unfreundlich aus. Hä? Ja. Soweit, so gut. Leider nicht bis zu dir sprinten, ne? Das ist schlecht. Allerdings kann ich bis zu dem hier sprinten. Und kann dich dann verwundbar machen. 50% Widerstand. Sehr gut. Scheiße, der ist noch betäubt, ne? Dann geh mal in die Verteidigungshaltung. Your Highness. Ja, okay, der macht natürlich weniger Damage. Eben mehr Rüstung, derjenige noch hat. I serve the Lord. Ich werde den gern loswerden, ne? Das ist ziemlich cool, sehr geil. Sein Kollege, da ist auch tot. Doppelter Damage wäre mal geil gewesen, ey. Eieiei. Floppen oben. Sehr gut. Sehr schön, jawohl, das ist wichtig. Wichtig und richtig, dass der jetzt weg ist. Er ist blind, das ist schlecht. Ich weiß noch nicht so genau, was ich von den Dingern hier halten soll. Also die schießen natürlich auf mich, ne, klaro. Das andere wäre auch nicht so wirklich intelligent. Leuchtkugel. Was machen die denn? Ah, okay, die schwächen mich, verstehe. Ja. Die müssen weg. Die müssen weg. Die Viecher müssen weg. Das geht nicht. Die kann ich hier nicht stehen lassen. Ach, weg. Jawohl, doppelter Damage. Das ist wichtig. Das wird hier wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne, nee, das wird hat keinen doppelten Damage gemacht. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter. Ich werde mit Sir Balan diesen Schützen hier fronten. Alle anderen gehen bitte hier mit auf das Schlachtfeld. Sir Balan warten. Sir Key, ja, du bist geblendet, ne? Das ist nicht so gut.
Versuchen trotzdem mal unser Glück mit dem Wuchtangriff. Das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Ja, das ist jetzt echt leider ein kleines Problemchen, dass der hier so alleine drin steht. Wie weit? Ich kann noch nicht spurten, ne? Scheiße. Da kann ich dann auch nur noch angreifen. Dann greife ich auf. Erst blitzen, erst blitzdingsen, dann laufen. Und Sir Garvin geht unverzüglich zur Unterstützung. Bitte triff ihn. Jawohl. That's my boy. Alles klar. Lady Dindrain. Einmal bitte hier hin. So. Und Vollgas. Doppelter Schaden, bitte. Schade, wäre ja auch zu schön gewesen. Wir move noch einen nach vorne und Sir Blan. Er ist ausgewichen. Ja, besser ist das auch. So, du bist der Nächste. Und danach kümmern wir uns hier um diesen Magier. It's not your time to go, my friend. Kann ich denn, kann ich irgendjemanden anstürmen? Ich kann niemanden anstürmen, ey, das ist ja Katastrophe. Dann fangen wir erstmal mit dir an. Sehr gut, so, dann geht's direkt hier weiter. Du gehst nämlich jetzt für diese Troller hier. Gib ihr. Jetzt passiert. Alter! Okay. Wenn ich der Damage mache, dann kriege ich auch Damage. Welches ist denn das? Der weicht einfach schon wieder aus. Das gibt es doch wohl schon wieder nicht. Arschlöcher, ey. Halt. Ich meine, das ist ein gutes Feld. Ich kann den da hinten vielleicht loswerden. Ja, Mann. Dann bist du der Nächste, mein Lieber. Ah, die hat wieder Leuchtkugeln beschworen. Ich flippe aus. So ein Heiltrank, ne? Hau dir den mal rein. Das wird jetzt wehtun. Lass sie weg. Mistviecher. So. Ach, guck mal. Klopfst du um hier. Ich darf sogar nochmal angreifen. What? Okay, sehr gut. Ja gut, das bringt nichts, ne? Ich kann halt von hier hinten nicht angreifen. Wir haben jetzt nur noch Lady Dindrain, die bitte den da einmal kurz klatscht. Weg. Sehr gut, jetzt warten wir auf die nächste Runde. Das ist eine Heilung, ja cute, Alter. Ist keiner mehr da zum Heilen. Aber die Idee war gut. Okay. Warte mal, aber mir fehlen doch noch die Kugeln. Wo sollen die denn alle noch sein? Die will ich schon gerne noch finden, die Kugeln. Oder kommen die vielleicht erst noch? Ich kann einmal noch mal hier unten gucken gehen, ob da vielleicht noch so eine Kugel rumschwebt. Da unten ist die Karte nämlich noch nicht aufgedeckt. Wenn jetzt hier noch Gegner sind, bin ich richtig. Da ist nämlich noch eine, sehr gut. Nein, ach halt doch die Fresse. Step back, children of the moon. Your stubbornness. Oh, da hinten ist die letzte Kugel. Talk as much as you want, but if you move, you'll die. Na toll. Alter, what the fuck, ey.
Ja, hau da mal ordentlich rein. Ich werde es mal hier ein bisschen mitmischen. Von hier aus sehe ich sogar schon einen. Doch schon mal gut. Wen sehe ich denn? Dich da, ne? Das ist ja Optimum, Digga. Da kann ich dich direkt nochmal anzünden hier. Jawohl, wir haben die alle in Brand gesteckt. Junge Lady Dindrain ist es einfach auch wieder, ne? Ja, dann haut euch mal, kloppt euch drum. Ja, wirft den schön in meine Richtung. Das ist eine Bombenidee. Und ihr haut euch da mal richtig schön. Haut euch richtig mal schön kaputt hier. Die Nebelform. Nein, die Nebelform. Immun gegen jeglichen Schaden, der nicht Ziel von. Und kann nicht Ziel. Gegen. Alter, das ist ja voll okay. Was, Aber das hier ist auf jeden Fall eine schöne Posi, um mal hier reinzuschlitzen. So genau hat das ihn jetzt nicht getroffen. Ich dachte, ich habe jetzt. Perfekt. Das hat ja wieder hervorragend funktioniert. Machen tun. So, einmal so. Ballan, Verteidigungshaltung. Du wirst nämlich wahrscheinlich jetzt gleich leiden müssen. Gut, Sir Mordred. Einmal hinterher, bitte. Alright. Der Garvin kann nicht viel machen, außer Wacht halten hier. No mercy for the wicked. So, wie sieht er denn hier aus? Von hier aus sehe ich einen, aber ich stünde in Deckung. LOL. Okay, bis dahin war schon mal gut. Dann zurücklegen und auf die nächste Runde warten hier. Da müssen wir diesen Nebelhaini da gleich ausschalten. Genau, ihn hier müssen wir gleich ausschalten. Ja, danke schön. Dafür den nehme ich auch, aber ich hätte gerne den anderen gehabt. Wenn es wäre auch schön gewesen. Voll, gib ihm. Muss halt jetzt. Also den Sommerritter können wir schon mal guten Gewissens eine überbraten. Und dem Nebelbringer werde ich auch guten Gewissens eine überbraten. Ich brate einfach allen eine über, außer meinen Leuten. Awaiting your command. Man ist sogar betäubt. Dann. Nein, ich will den nicht. Ich will den hier dem eine geben. So, sehr gut. Nein, jetzt ist der wieder, jetzt sind die wieder alle eingefroren für eine Runde. Ey, nein, was ist denn das schon wieder für eine Scheiße hier? So. Sehr gut, der stirbt. Das ist auch eine angenehme Position. Die werden wir mal aufsuchen. Und dann werden wir nämlich mal den Kollegen hier anzünden. Wunderbar, dann brennt der nämlich. So. Der stirbt jetzt. Ja gut, hätte er gar nicht machen müssen, weil der sowieso down gegangen wäre. Ja, genau. Wirf den schön zu mir. Meine Leute freuen sich. Sehr gut. Immer schön in meine Richtung. Ja gut, die haben jetzt natürlich fast alle keine AP mehr, ne? Was? Der ist einfach ausgewichen? What? No mercy for the wicked. Na dann. Bist du mal weg hier, ne? Mordred kann den da nicht sehen. Das ist natürlich wieder nicht so gut, aber wir können schon mal in diese Richtung hier moven. Er ist tatsächlich auch noch eine Runde eingefroren. Alter, 12 Schaden macht das, ne? Jawohl! Gute Nacht. Dann fangen die aber an ordentlich zuzuhauen, die Kollegen. So, warte mal, Sir Mordred. Mach mal hier, Brutzel. To serve.
I am ready. Saki. The Lord is my witness. Hier aus sehe ich dich nämlich auch. Kann ich dich nämlich actually auch noch mal kurz anzünden, wo wir gerade schon mal dabei sind. Sehr schön. Du läufst auch noch mal, dann haben wir noch ein bisschen du auf. Ist klar. Alter, aua. Das sind voll die Axtwerfer, ne? Die gehen vollkommen ab. Ready to fight. Der ist tot. Jetzt. One down. Sehr gut. Das ist eigentlich auch ganz cool hier. Den würde ich gerne mitnehmen. Wäre natürlich Killer, wenn man den bekommen könnte, ne? Okay. Ja, Problem ist, wir haben jetzt natürlich hier wieder ordentlich Ressourcen gelassen in dem Kampf, ne? Wir sind schon wieder eine Stunde drin, Alter. Aber ich will die Mission halt gerne noch zu Ende spielen eigentlich. Ja, wird eine lange Bonusfolge heute. Aber wie komme ich denn jetzt hier rüber? Also ich muss einmal außen rum gehen komplett oder was? Kack. Naja gut, dann machen wir das. Dann wird es heute wohl eine extra lange Bonusfolge. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Durch dieses Tor, was uns jetzt hier geöffnet worden ist. Da. Okay, da sollen wir durch. Knights of the Round Table, that was a hell of an adventure. We broke the law of the She. Unfortunately, I must leave you now. But you are free to use this gate anytime. Okay. Wir könnten einen Kämpfer wie euch gebrauchen. Schließt euch uns an. I'm seriously tempted. Not yet, though. I have my own path to follow. I must pass through this gate alone, and I need to do it now. This all has a meaning in Deepwood. You will understand that soon enough. Ja, da bin ich mir sicher, ne? Dann wünsche ich euch eine erfolgreiche Jagd, Sir Garvin. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Gehe ich jetzt noch nicht rein, oder? Ah, für mich ist vorbei. Guck mal. Also ich kann da tatsächlich nicht durch, aber für mich ist vorbei und wir haben auch alles uns angeguckt. Sehr gut. Dann bis zur nächsten Mission. So, jetzt haben wir hier natürlich ordentlich Zeug bekommen, ne? Also wundervoll, wie viel Zeug wir wieder gekriegt haben, von dem wir wahrscheinlich die Hälfte wieder nicht gebrauchen können. Gucken wir mal, was da alles so bei ist. Unsere ja, Freunde. Ach, guck mal hier, was geht denn da ab? Ein schwer verwunderter, verwirrter Botschafter kam nach Camelot. Seiner konfusen Geschichte zufolge ist die wilde Jagd aus dem ungezähmten tiefen Wald aufgetaucht und bald schon wird ganz Avalon die Rache der Shi zu spüren bekommen. Das ist besorgniserregend, denn was? Den, die wilde Jagd, steht für ein blutiges Abschlachten der Sterblichen. Achso. Es ist besonders erregend, denn die wilde Jagd steht für ein blutiges Abschlachten der Sterblichen, das bereits mehrmals in Avalon wütete. Camelot sollte sich auf eine Bedrohung vorbereiten. Schick deine Vasallen los, um das Volk Avalon zu beschützen. Ja, das kostet mich natürlich ein bisschen Ressourcen. Aber alle Loyalitäten steigen um einen. Das ist sehr gut. Da wende ich diese Ressourcen doch gerne auf. Oh, neue Herausforderungsbelohnung verfügbar. Was haben wir denn da? Gewährt dem ausgewählten Helden Immunität gegen Blutungen. Ja. Was haben wir denn da? 20% Lebenskraft. Ja, das könnte ich dir eigentlich auch nochmal geben, ne? Du bist halt sowieso schon mein Big Tank hier. Dann kriegst du Immunität gegen Blutungen. So, weiter geht's. Noch eine neue Herausforderung. Oh, was haben wir denn da? Gewährt dem Ausgewählten zusätzlich 20. Das, ich weiß, ist klar, wer das bekommt, oder? Ne? Ist ja klar, wer das bekommt. Mein Blutungsboy hier bekommt das natürlich. 20% Schaden durch Blutung ist ja so big. Und alles von dem blutet rein. Fast alles. So. Bevor wir jetzt leveln und Geld ausgeben und sowas, Sir Leo de Granace hat sich, Leo de Granace, mein Gott. Sir Leo de Granace, jetzt haben wir es.
Ach du Jenime, was haben wir denn da jetzt? Ein geheimnisvoller Schmied besuchte meinen Hof und bot unbezahlbare Schätze des Uatha de Dannen an. Zuerst klang er wie ein angehender Hofner. Doch nach näherer Betrachtung waren seine Waren tatsächlich bemerkenswert. Der Fremde ist nicht sonderlich gesprächig, er hüllt sich unter seinem dunklen Umhang in Schweigen und lehnt sogar meinen Wein ab. Er bietet nur einen einzigen Gegenstand aus seinem Sortiment an, was für einen fahrenden Händler höchst ungewöhnlich und geradezu respektlos ist. Ich nehme mal die zusätzliche Beute für 300 Gold. Also nicht. Neues Ereignis verfügbar. Flut verrottenen Fleisch. Moment. Wir machen erst Management, weil es kann sein, dass wir Geld ausgeben müssen. So. Müll. Das da. Müll. Ja. Haben wir hier so. Das ist vielleicht nicht ganz so schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Rüstungsbruch, beim Pinken werden Rüstung wiederhergestellt und Fernkampfschaden. Ja, das Heilungsding lege ich nie ab. Der ist ja wirklich sehr geil. Naja, aber der ist gut. Den taken wir. Anstatt dem hier. So, wie sieht das denn hier aus? Guck mal, da können wir nochmal Fähigkeitspunkte investieren. Zum Beispiel könnten wir... Wenn dem Gegner ein Treffer gegen den Helden gelingt, erhält der Held bis zum Ende des Gefechts 10% Waffenschaden gegen diesen Gegner. Nicht unbedingt, aber wir können das hier mal machen. Nach jedem Kill stapelbaren Waffenschaden, 2 Züge lang, ist eigentlich auch ganz geil. Oder wir nehmen den Wuchtangriff, haben wir ja schon genommen. Wuchtangriff ist eigentlich auch ziemlich geil, ne? Den könnte man mal leveln. Wuchtangriff ist auch eine ziemlich coole Fähigkeit. Nehmen die Verwundbarkeit und die Betäubung. Das ist eigentlich auch eine ziemlich brauchbare Fähigkeit, der Wuchtangriff. So, du könntest das haben, aber nein, ich will ja deine Blutungsrüstung weiterhin haben. Die werde ich auch upgraden. Definitiv. Mal da noch. Schaden durch Blutung. Das ist ja richtig geil. Dauer von Blutung. Ja klar, her damit. Auch wenn das nur eine grüne Rune ist, aber die ist ein Level und deutlich höher wahrscheinlich als meine. Stufenbedingung 10, ja genau, da braucht Stufenbedingung 5. So, Lady Dindrain. Was hast du denn noch Feines? Was ist das denn da? Waffenschaden gegen Einheiten, die mindestens 6 Felder entfernt sind, das ist schon mal gut. +2 Waffenschaden pro unverbrauchten Bewegungs-LP. Und für den ersten Angriff des Gefechts nehmen wir auch. Ja, was ist das hier noch? Ja, das könnten wir auch nochmal machen. Da weiß ich noch nicht, ob ich das so gut finde. So, Sir Balan hat nichts für mich. Aber warte mal, die hat noch... hier gibt es noch Waffen, ne? Was haben wir denn da? 2 AP plus... Nein, ich krieg doch... Nein, auf gar keinen Fall. Das Ding wird auf jeden Fall weggepackt. Wir bleiben beim Fluch der Kröte. Ich meine, die Schlangenbogenrune, guck mal, ich krieg 2 Felder minus Reichweite für Fernkampffähigkeiten. Warum sollte ich denn sowas wählen? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Na, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und die Teleportation will ich auch behalten. Jetzt haben wir noch was für dich. Ja, der ist natürlich von den Werten her deutlich besser als das, was ich habe. Ne? Wir müssen uns vielleicht mit abfinden, dass wir irgendwann dieses Ding mal ablegen müssen. Weil ich sag mal ehrlich, das sind 11 Lebenskraft und 1 Rüstung mehr. Vielleicht müssen wir das irgendwann ablegen. I don't know. Also im Moment ist noch in Ordnung, aber irgendwann werden wir das mit Sicherheit ablegen müssen. So, alles was jetzt noch übrig ist, können wir beim Händler verkloppen. Außer, nein, die doch nicht. Nein. Die brauche ich wieder. Die will ich in Reliquienstaub umwandeln. Was haben wir denn hier noch Feines? Guck mal. Ein Schaden mehr Reichweite aus der Deckung. Ne, ein Feldreichweite mehr für Fernkämpfer. 4 Schaden beim Angreifen aus der Deckung, aber von hinten. Und 3 Schaden gegen Einheiten, die mindestens 6 Felder entfernt sind. Schon viele Voraussetzungen, ne? Notiert gegen Frost. Nahkampfangriffe kosten 1 AP mehr.
geringfügige Verletzungen werden erlitten. Okay. Ne, ist alles nicht so. Alles nicht so. Nicht alles nicht so gut. Alter, gibt's einen Topaz. Schatz. Boah. Schon wichtig eigentlich, ne? 900. Mal ein paar Sachen hier raus vielleicht mal verkloppen. Was ist das denn? Heiltrank oder ein Hasstrank? Na komm, dann geben wir ihm. Quatsch. Was ist denn? Rüstungstrank. Rüstung wird wieder hergestellt. Rolle des Donnerschlags. Großer Segentrank. Ja komm, das schmeißen wir auch raus. Ich kaufe auf jeden Fall jetzt erstmal den Topaz. Der ist erstmal schon mal wichtig. Und dann müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Sachen loswerden. Hier, dann den Steinhauttrank. Komm, die schmeißen wir raus. Komm, verkaufen wir beide. Wir auf jeden Fall jetzt nochmal auch was upgraden können. Schmiede, was wollen wir denn upgraden? Und das habe ich upgraden. Man kann Sachen, wie gesagt, da immer nur einmal upgraden. Ich habe zum Beispiel das hier noch nicht geupgradet. Würde... Hä? Doch, Topaz. Will das nicht verkaufen. Hä? Muss ich den erst einlösen? Ich muss den erst einlösen. Verstehe. So, jetzt nochmal. Jetzt kann ich deine Rüstung, nämlich zwei Rüstungen nochmal verstärken. Hat jetzt 11 Rüstungen. Das ist schon gut. 11 Rüstungen ist schon gut. Gut, jetzt müssen wir einmal in die, auf die Charakterkarte gucken. Ne, auf die Dingskarte gucken, nach den Ereignissen. Das verflucht verrottenen Fleisch, das Akku mal 300 Gold würde sogar reichen. Die Trauerbrücke ist die Hauptverteidigungslinie für Camelot. Und selbst diese scheinbar unüberwindbare Grenze versagt hin und wieder. Eine Horde Verlorener tauchte in den Wäldern um Camelot auf und terrorisierte die kleinen Dörfer auf dem Land. Meine Ritter sind stets auf erpicht, diese Ungeheuer zu jagen, doch in der Zwischenzeit sucht eine Vielzahl der alter Männer und Frauen und Kinder Zuflucht in Camelot. Ja klar, wir werden einmal das Rechtschaffen wählen natürlich und ja, jetzt haben wir natürlich keine einzige Ressource mehr. Ja, ja, so ist das. Aber dafür kriegen wir vielleicht, wenn wir noch eine rechtschaffen Aufgabe machen, neue Leute. Jetzt haben wir zwei neue Nebenmissionen, die wir uns der nächsten Folge mal widmen werden. Aber das machen wir, wie gesagt, auch erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play King Arthur Knight's Tale. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.